Ja, und da sind wir auch wieder. Bei der letzten Folge waren wir auf dem Weg, die Medizin für Ben zu finden. Und ja, da unten sind die Zombies. Schaue ich mal kurz ein bisschen rum. Ich glaube, denke mal, wir müssen da runter. Rennen wir doch einfach mal schnell hier durch. Vielleicht schaffen wir es ja. Ach, sehr gut. Und nochmal durch. Oh, und schnell. Zumachen, zumachen, zumachen. Hm, Glück gehabt. Medizin brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben sogar noch einen erhöhten Lebensbalken erreicht in der letzten Folge. Noch mehr Aufzeichnungen. Oh oh. Schneller, schneller. Und rüber. Gott. Hm, da hinten ist einer. Was für eine Ironie. Ein Krankenhaus voller Schatten. Der Ort, der heilen und Leben erhalten soll, ist jetzt ein Friedhof, auf dem die Toten nicht ruhen wollen. In der Art, wie unsere Welt untergeht, liegt so viele Schönheit, das hätte niemand vorhersehen können. Diese Seite des Lebens bekommen nur wenige von uns zu sehen. Sie ist wunderschön und gleichzeitig das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Wie war, wie war? Komm her, du. Den suchen wir noch schnell, vielleicht schaffen wir's. Ach, Glück gehabt. Ein Ausschnitt aus dem Magazin Wissenschaft und Medizin, in dem es um das Klonen von Menschen geht. Zu den ethischen Ängsten, die der Artikel behandelt, gehört die Verarmung unserer genetischen Erbguts. Die Verarmung des genetischen Erbgutes. Ah, na toll. Wisst ihr was, ihr regt mich auf wie die Pest. Nehmt das. Und das. Und das. Und schnell nachladen. Hier auch. Also wir brauchen jetzt wirklich langsam die ganze Munition hier. Oh. Jetzt musst du irgendwann Antibiotika für Ben geben. Hier. That's everything. Let's get out of here. Das stimmt, nichts wie raus hier. Und zur Zeit, dass wir hier rauskommen. Ben braucht uns. Hm, da sind sie ja schon. Schnell raus hier. Bevor die drei ja noch aufstehen. Der Ausweis eines Fremden. Ihr Name lautet Carla L. Homolka. Einer Fremden sogar. Oh. Ich dachte schon. Wir machen die Tür mal lieber zu, würde ich sagen. Und wir müssen da raus. Einmal ducken und hinaus. Oh. Ja. Darüber. Sehr gut. Hoffentlich geht der Fahrstuhl jetzt nicht runter. Und weiter geht's. Wir gehen nicht da runter. Wer weiß, was da auf uns wartet. Oh, wir sind anscheinend doch da runter. Die Uhr des Arztes, der sich auf die Unsterblichkeit gefreut hat. Sie ist um 0 Uhr 2 stehen geblieben. Oh oh. Und jetzt heißt es laufen. Ah, Mist. Das ist immer ärgerlich, sowas. Lauf, lauf, wir müssen zu Ben. Ah, auch noch hingefallen. Lauf! Los, raus! Oh oh. Was ist passiert? All this should make you feel better. I think so, Randy. I think I'm feeling better. Although I would have liked to see one of those nurses show up from back in the old days. Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air we'll be able to... find her. Ben, are you okay? I'm a little dizzy. And I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy.
I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved, not around anymore. We're alone. Look, Grandy, the safe point. You should be able to find them from there. At least I brought you this far. Ben, are you okay? Oh nein. Ben, wake up! Verdammt. Oh mein Gott, wo sind wir? Wait, this is my neighborhood. This is my Riesenzombies? I don't like this. This was the day the shadows destroyed our town. This is my home. I don't want to go inside. Ja, wenn er da nicht reingehen will. Aber wir müssen. Oh nein, Shannon und Lydia. No, this isn't how it happened. You weren't here. Stimmt, wir suchen sie ja noch. Ah, solche Albträume sind echt schrecklich. It hurts more and more to think about them. Ben died in the accident. Bloodstained fragments from the safe point. The new laws lie. It looks overrun. Shadows can't be stopped. Oh mein Gott, alles überrannt. Und die Schatten haben sogar schon die amerikanische Flagge verkehrt herumgehisst, weil sie Amerika hassen. Safe Haven. Ah, ein Hinweis. Ein weiterer. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet A.H. DeSalvo. Jetzt wollte ich schon Triple H sagen, ja, den Wrestler. Na, toll. Hat er viel gebracht. Ah, da kommt schon der nächste Idiot. Nein. Nervt mich trotzdem alle nicht. Oh, was ist denn los mit uns? Gleich nochmal reingucken. Ob es noch was Schönes gibt. Noch mehr Munition, Mensch. Hast du noch mehr für uns? Füll mal alles ein bisschen auf. Keine mehr. Okay, da hoch kommen wir jetzt nicht mehr. Oh. Ich würde sagen, bevor wir da reingehen. Kommt her, ihr Schweine. Ich komme nicht raus, doch. Ah. Okay, sie haben uns jetzt echt fertig gemacht. Ja, dann bleiben wir doch lieber bei dem Revolver, würde ich sagen. Naja, los, kommt her. Eins. Na, kommt her, ihr Schweine. Los. Muss schnell nachladen. So. Das lief doch mal super, würde ich sagen. Holen wir uns gleich nochmal neue Munition hier. Keine mehr da. Aber sie ist wieder voll eigentlich. Der Revolver zumindest. Du auch noch. Oh. Das war jetzt fies von dir. Immer wieder schön Munition holen. Das habe ich bei mir so eingebrannt ins Gehirn, auch bei Resident Evil. Wenn ich irgendwo eine unerschöpfliche Quelle habe, dann renne ich meistens noch ewig an der Stelle lang.
Oder immer wieder zurück, sagen wir es mal so. Das soll man halt nicht unterschätzen. Oh. Toll, Wasser. Und wir hassen Wasser. Ach du Heiliger. Strohsack. Na nun. Mach die Tür auf. Was mache ich denn auch? Ich habe gedacht, ich kann wieder darüber springen. Anscheinend nicht. Aber ich komme aber nicht an die Kiste dran. The safe point is no more than a trap used to hunt survivors. Schaffen wir es noch? Ah. Oh. Oh. Ah ja. Das lief ja super. The safe point is no more than a trap used to hunt survivors. Also wenn wir das nicht schaffen, sterben wir? Oder ist eigentlich Game Over, könnte man sagen? Da muss ich mich jetzt auch beeilen. Und weg hier, los. Oh, da hat uns jetzt wirklich der letzte Pfosten eins übergebrezelt. Na. Zack. So ein bisschen Ausdauer sparen, nicht zu viel benutzen. So. Jetzt geht's los. Abhauen, abhauen, raus hier. Und raus. Ah. War gar nicht so schlimm. War ganz easy. Kampfjets. Das Gesetz ist wieder einmal unterwegs. Oh. Das haben die jetzt nicht gehört, glaube ich. Na, dafür nehmen wir mal unsere kleine Zwille. Oh, wollte nicht. Ah, das hören die? Mensch, sind die toll drauf. Wenn ich jetzt mit der Zwille dahin schieße, gehen die dann dahin? Ah, sehr gut. Da ist was runtergefallen, da. Mhm, geht also auch nicht. Toll, hat uns ja echt total viel ge... Da kommt schon der nächste. Oh oh. Oh oh. Was hat uns das jetzt... Bis auf das Mords viel Munition weg ist. Ach so, wir müssen so rum. Okay. Das ist ja auch da mal, dass sie solche Lügen hier verbreiten. Ach. Mist. Finde ich ein bisschen schade, dass unser Charakter nicht schwimmen kann. Das war bestimmt das Trainingslager. Das stimmt. Sie sind gefährlicher als der Tod. Oh oh, das hält aber auch nicht mehr so gut. Junge, runter da. Na gut, Medikit brauchen wir immer noch nicht. Das Medikit kommt jetzt in letzter Zeit dann, wenn wir es eigentlich gar nicht brauchen. So.
und rüber. Aber alles verlassen. Ne, da hinten laufen, das sind Zombies. Oh nein, 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 nein. Will mich wohl verarschen hier. Ein Foto der Militärbasis von 1962, die jetzt als Versteck genutzt wird. Im Kalten Krieg hatten all diese Raketen, die heute nicht mehr gebraucht werden, ein klares Ziel. Ja. Wunderbar. Schade, er kann während er trinkt nicht den Revolver nachladen. Das ist ja ein bisschen. Das ist ja schade. Hätte er ruhig mal kommen können. Können hätte das ruhig mal. Ja, einmal hier rüber. Oh, Mist. Ah, da hat man reingehen können. Oh, und das muss man jetzt aber auch mal irgendwie einem sagen, dass hier wirklich alles kaputt geht. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das schaffen diesmal. Weiter geht's, komm. Ah, Glück gehabt. Und da geht's weiter. Es war alles eine Lüge. Wirklich alles. Es gibt kein Versteck, nur ein Netz, um Verzweifelte und Unschuldige zu fangen und an die Vipern zu verfuttern. Mörder, die die Schwachen und Verletzlichen eiskalt ausnutzen. Wo sind meine Mädels? Haben diese Leute sie erwischt? Ich schwöre, ich werde sie finden, um jeden Preis. Und das werden wir. Ich pack lieber schon mal einen Revolver aus hier an der Stelle. Und ein Albtraum. Ein Teil eines medizinischen Berichts über die Krankheit, die die Wissenschaftler im Versteck untersucht haben. Alle Bemühungen, ein Heilmittel zu finden, sind ins Leere gelaufen. Oh. Und hier vorne gibt es irgendwas zu mitnehmen? Noch? Nein, gut. Na, das schaffen wir. Sind ja geübt mittlerweile im Sprinten. Nur im Springen noch nicht so, aber das lief gut. Oh. Also. Ist echt manchmal der Hammer, was hier so abgeht. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Die Pause nach der Arbeit, der Regen nach dem Feuer, die Ruhe nach dem Krieg, der Tod nach dem Leben. Manchmal habe ich das Gefühl, am Rand eines Vulkans zu sitzen, der bald ausbrechen wird. Meine Nerven, meine Hände zittern, während ich schreibe. Alles in mir, wie es schon immer gewesen ist. Alles in mir, aber manchmal beschließt, es auch herauszukommen. Meine Füße baumeln über eine Leere voller Schwefel und Asche. Und die Hitze der schmelzenden Steine wandert meinen Rücken hinauf. Dann weiß ich, dass ich nach Hause zu meiner Familie muss. Denn wenn ich das nicht schaffe, wird es geschehen. Es wird geschehen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Wie die Mädchen im Wald. Es wird geschehen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Es wird geschehen. Ich habe keine Ahnung, warum sie in die Wälder zurückgekehrt sind. Sie wurden gewarnt. Letzten Monat habe ich sie gewarnt. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen nicht wieder herkommen. Zum Teufel, sie sind diejenigen, die im Wald auf Ärger aus sind. Und ich muss ihn nun mal verteidigen. Er ist meine Heimat. Ich bin ein Tier, das sein Territorium verteidigt. Ich habe das Sagen und das Ungeziefer erledigt den Rest. Ja, schauen wir schnell weiter hier. Stimmt, es ist wirklich viel zu ruhig. Something's not right. Have they found any survivors? Looks like they found a young woman. A redhead, you know. Ein Plan der Rebellensoldaten, um die Stadt zu übernehmen und darüber, was sie mit den Überlebenden machen wollten, die hierher kamen. Darauf steht, wie die Soldaten angeblich einen neuen Terrororden gründen wollen. Und hinten kommt einer. Und wie es jetzt hier weitergeht und was jetzt auf uns wartet, ob wir unsere Frau wiederfinden, um unsere Tochter wiederfinden, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge.
Bis dahin, ciao, ciao.